Herr Abgeordneter Hahn, meine Herren Professoren, Herr Präsident, Herr Dr. Links, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wie bereits erwähnt, verzeichnen wir dieses Jahr das 60. Jubiläum der Gründung des Bundesnachrichtendienstes. Der Blick zurück auf diesen Zeitraum zeigt, dass es für Nachrichtendienste in der Bundesrepublik nie leicht war. Seit seiner Gründung im Jahr 1956 musste der BND neben allen Erfolgen, auch mit belastetem Personal, aggressiven Gegnern, Verratsfällen, Rückschlägen, politischem Wirbel und immer wieder großen Veränderungen fertig werden. Der Bundesnachrichtendienst hat in den vergangenen 60 Jahren aber auch bewiesen, dass er all das nicht nur bewältigt, sondern dabei immer professioneller wird. Und das gibt mir, Herr Präsident, Vertrauen für die großen Projekte, die jetzt vor dem Bundesnachrichtendienst liegen. Meine Damen und Herren, für diese wichtigen, nun anstehenden Veränderungen müssen wir jeden Tag in die Zukunft blicken. Aber ich zitiere: Wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart nicht verstehen und die Zukunft nicht gestalten. Dieses Zitat stammt von Helmut Kohl in seiner Bundestagsrede vom 1. Juni 1995 zur Geschichte der Vertreibung. Der aus diesem Sichtwinkel notwendige Blick in die Vergangenheit mag einer der Gründe gewesen sein, dass der Bundesnachrichtendienst 2011 die unabhängige Historikerkommission berufen hat, um seine Vor- und Frühgeschichte 1945 bis 1968 zu erforschen. Diesen Zeitrahmen kann man als die Ära Gehlen bezeichnen. Professor Dülfer, Professor Henke, Professor Krieger und Professor Müller haben mit ihren 11 Mitarbeitern im BND-Archiv weit mehr Material gefunden, als irgendjemand in der Historikerwelt erwartet hatte. Das Projekt wurde daher verlängert, jedoch pünktlich zum 60. Jubiläum des BND und zur diesjährigen Frankfurter Buchmesse werden heute die ersten 4 Bände für den Buchhandel vorgestellt. Die Autoren wollen mit den bereits erschienenen 5 Vorstudien insgesamt 18 Bände mit knapp 10.000 Seiten erarbeiten. Das UHK-Projekt nimmt mit diesem umfassenden Forschungsauftrag für einen Abschnitt von über 23 Jahren, der Mitarbeit von über einem Dutzend Wissenschaftlern, 6 Jahren Forschungsdauer, dem Projektetat und vor allem dem Publikationsergebnis einen Spitzenplatz in der Projektlandschaft ein. Es wird sich damit um ein weltweit bislang einmaliges Werk zur Entwicklung eines großen Nachrichtendienstes handeln. Meine Damen und Herren, einmalig ist dabei die Tatsache, dass sich die Erforschung der Amtszeit eines Präsidenten über die Amtszeit inzwischen schon 3er Präsidenten erstreckt. Einmalig ist vor allem die Offenheit, die der BND dabei versucht. Ihr Nutzen muss dabei immer wieder in Abwägung mit dem notwendigen Erhalt der Arbeitsfähigkeit eines Nachrichtendienstes gebracht werden. Dies war nicht immer einfach. Letztlich war es aber für beide Seiten ein, wie ich meine, gewinnbringender Lernprozess. Der BND ist daher nicht nur Gegenstand der Untersuchung, nein, er ist aktiv Beteiligter. Die UHK ihrerseits hat ihre Unabhängigkeit immer gelebt. In dieser Konsequenz setzt sie sich hinterfragend und differenzierend mit der Geschichte des Bundesnachrichtendienstes auseinander. Sie beweist zugleich aber auch einen souveränen Umgang mit der Erwartung von Teilen der Öffentlichkeit, sich nur kritisch über den Bundesnachrichtendienst zu äußern. Die Kommission befeuert nicht populistisch das Zerrbild unfähige Schlapphüte, sondern bewegt den BND vielmehr dazu, seine grundsätzliche Verteidigungshaltung zu verlassen
und sich mehr und mehr dem berechtigten Interesse der Öffentlichkeit nach mehr Transparenz zu stellen. Der BND hält nur dort die Geheimhaltung aufrecht, wo sie erforderlich ist, um die Sicherheit unseres Gemeinwesens erhalten zu können. Meine Damen und Herren, einmalig ist auch das Maß wissenschaftlicher Freiheit, auf das sich der BND eingelassen hat. Anfangs hatte man ein einzelnes, gebundenes Abschlusswerk zu NS-belasteten Mitarbeitern wie bei anderen untersuchten Behörden im Sinn. Dieses hätte nur einige hundert Seiten umfasst. Doch schnell wurde klar, dass sich die UHK nicht mit dem Zählen von NSDAP-Mitgliedschaften zufrieden gibt. Sie wollte den Übergang vom Kriegsende bis 1968 in allen Facetten darstellen. Dies wird nach meiner Überzeugung der überaus komplexen Frage, wie die Bundesrepublik trotz aller überlebenden Altnazis ein international anerkannter demokratischer Rechtsstaat werden konnte, viel besser gerecht. Dieser Ansatz wird daher auch nach meiner Überzeugung für künftige Projekte wegweisend sein. Einmalig ist das Projekt aber auch international. In wohl keinem anderen Staat der Welt hat ein Auslandsnachrichtendienst seine Archive so weitgehend geöffnet, Namen ehemaliger Mitarbeiter genannt, Zugang zu operativen Akten gewährt und nachrichtendienstliche Methodik offenbart. Sie, Herr Professor Müller, haben zur Aufarbeitung des Zweiten Weltkriegs in einem Interview gesagt, ich zitiere, es war wichtig, dass sich die Deutschen mit einer Ernsthaftigkeit sondergleichen diesem Thema gestellt haben, offen und selbstkritisch. Das hat uns zukunftsfähig gemacht und internationale Anerkennung verschafft. Bezeichnenderweise wird heute andere Nationen von ihren Nachbarn geraten, von der deutschen Geschichtspolitik zu lernen. Zitat Ende. Dank Ihrer Forschung könnte uns dieser Ruf auch bald auf dem Gebiet der Geschichte der Nachrichtendienste zukommen. Meine Damen und Herren, durch die nach und nach vorgelegten Studien und die darin erfolgte umfassende Aufarbeitung der Vor- und Frühgeschichte des Bundesnachrichtendienstes wird eine Lücke in der zeitgeschichtlichen Forschung geschlossen. Die Öffentlichkeit in einem notwendigerweise geheim arbeitenden Nachrichtendienst wird so für diesen bedeutenden Zeitraum weitgehend hergestellt. Obwohl auch beim BND nicht alles traditionsfähig ist, wie Sie, Herr Professor Henke, auf der Tagung zur Vorstellung der Zwischenergebnisse 2013 sehr treffend gesagt haben, wirkt das präzise Wissen um das Geschehen im Bundesnachrichtendienst bestehender Legendenbildung entgegen. Die Diskussion um den Bundesnachrichtendienst sollte sich infolge Ihrer Arbeit vom Klischee wegentwickeln und endlich versachlichen. So werden wichtige Voraussetzungen geschaffen für Verständnis, Vertrauen und Identifikation der Gesellschaft mit Ihrem Auslandsnachrichtendienst. Meine Damen und Herren, der Bundesnachrichtendienst im Jahr 2016 hat mit der Tradition der sogenannten Organisation Gehlen nichts mehr gemein. Seit der Gründung des BND 1956 ist außer dem Namen nicht mehr viel geblieben. Auch eine neue Zentrale, wie Sie alle sehen, ist schon teilweise benutzbar. Die Kriegsteilnehmer sind ausgeschieden. Es haben mehrere Generationenwechsel stattgefunden. Infolge der zwischenzeitlichen Aufwertung des Arbeitgebers öffentlicher Dienst und des Imagewechsels des BND nach Ende des Kalten Krieges kann sich Mitarbeiterschaft heute ganz anders rekrutieren. Im BND-Gesetz von 1990 sind Aufgaben und Befugnisse erstmals gesetzlich festgeschrieben. Sammeln und Auswerten von Erkenntnissen über das Ausland, die von außen- und sicherheitspolitischer Bedeutung für die Bundesrepublik Deutschland sind. Das darf übrigens auch im Inland erfolgen. Mit der Blickrichtung Ausland gibt es aber eine klare Abgrenzung zum Bundesamt für Verfassungsschutz. Bei dessen Gründung 1950 existierten die beiden Stellen als Nachrichtendienste der US-amerikanischen bzw. britischen Zone
noch mit Überschneidungen nebeneinander her. Das hat zu Konstellationen geführt, die Sie, Herr Professor Dülfer und Herr Professor Henke, in Ihren beiden Studien im kommenden Jahr noch beleuchten werden. Heute wollen wir uns aber mit den vorliegenden 4 Studien befassen. Und ich danke den 6 Autoren, Frau Professor Münkel, Frau Dr. Stadelmann-Wenz vom Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen, Frau Nowak, die sich mit dem heute vorgestellten Werk promovieren wird, Herr Professor Rass von der Universität Osnabrück, Herr Dr. Selter von der Gedenkstätte Berliner Mauer und nicht zuletzt Herrn Heidenreich für ihre hervorragende Arbeit. Mein Dank gilt abschließend an die Kommission. Der BND hat Ihnen weitestgehend freie Hand gelassen. Sie, Herr Professor Dülfer, Herr Professor Henke, Herr Professor Krieger und Herr Professor Müller haben damit ein weltweit einmaliges Projekt mit beeindruckenden Ergebnissen daraus gemacht. Vielen Dank.